Die Schweiz verfügt im internationalen Vergleich über eine hochwertige und leistungsfähige Infrastruktur. Deren Wiederbeschaffungswert beträgt 1000 Milliarden Franken. Diese Infrastruktur ist die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des Lebensraumes Schweiz, für zukünftiges Wirtschaftswachstum und für Wohlstand. Der Unterhalt und der weitere Ausbau der Schweizer Infrastrukturnetze, Straßen, Schiene, Energie, Wasser und Telekommunikation, verlangt auch in Zukunft hohe Investitionen. Für den Zeitraum von 2010 bis 2030 schätzt das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation den Investitionsbedarf auf knapp 240 Milliarden Franken. Ingenieure und Ingenieurinnen, Architekten und Architektinnen sind gemeinsam mit dem Baugewerbe die Schöpfer dieser Infrastruktur. Ein Beispiel Schweizer Ingenieur- und Tunnelbaukunst ist der neue Gotthard-Basistunnel, der im Juni 2016 eröffnet wird. Der Tunnel ist mit 57 Kilometern der längste Bahntunnel der Welt. Er ist das Wahrzeichen schweizerischer Innovationskraft, Präzision und Zuverlässigkeit. Ein Jahrhundertprojekt, das Teil des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes wird. Über dieses Paradebeispiel «Made in Switzerland» diskutieren auf Einladung von Bau und Schweiz an der Swissbau Vertreter aus Politik und Wirtschaft und Experten aus der Planungs- und Baubranche sowie der Wissenschaft. Welche Bedeutung hat der Gotthard-Basistunnel für die Raumentwicklung der Schweiz? Wie wird sich der Lebensraum Schweiz weiterentwickeln? Und welche Aufgaben stellen sich für Wirtschaft, Gesellschaft und Politik? Antworten an der offiziellen Eröffnung der Swissbau am Dienstag, 12. Januar 2016 um 10 Uhr im Swissbau Focus, dem Veranstaltungs- und Netzwerkformat.